Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich bin Christopher Makutzig aus Sausenheim und ich sage mal Hallo, guten Morgen, guten Tag, Servus, Grüß Gott, Moin oder Moin Moin, je nach Küstenlage oder, wie ich das als mittelalter Mensch mir so bei den Jüngeren vorstelle, Hi Bro oder Hi Sis. Was das sind? Klar, Begrüßungen. Manchmal nur ganz kurz auf der Straße, verbunden mit einem Nicken oder einem Lächeln. Und ich spreche darüber, weil mir dieser kurze Augenblick des Grüßens in den letzten Wochen so wohltuend aufgefallen ist. Im Urlaub, in einem kleinen Dorf im Steigerwald. Da wurden wir auf unserer Hunderunde genauso kurz begrüßt. Von völlig Unbekannten. Oder dann beim Spazierengehen an der Mainschleife. Ein kurzes Nicken mit einem kurzen guten Tag, das hat schon was. Ich denke mal, mir fällt das auch deswegen auf, weil ich das Gefühl habe, dass ich solche kleinen Begegnungen doch unbewusst vermisst habe. Durch Corona und auch das eigene Achten auf Abstand und Maske fiel das alles irgendwie weg. Und wenn ich die Menschen so beobachte, scheint es mir, als geht es denen genauso. Da bekommt so eine Kleinigkeit, so ein Grüß Gott, einen wiederentdeckten Stellenwert. Meine Güte, ist das schön, dir zu begegnen. Auch wenn ich dich nicht kenne und wir uns wahrscheinlich nie wiedersehen, ich bin froh und dankbar, dass es dich gibt und dass wir uns hier für einen kleinen Augenblick sehen. Dass wir uns freundlich begrüßen können. Und dass ich dir, so wie du mir, einen kleinen Gruß der Wertschätzung mit auf den Weg gibst. Gerade nach den Pandemie-Monaten sind das für mich auch, und es klingt jetzt ein bisschen kitschig, ich weiß, aber es ist so, es sind kleine Engelsmomente. Augenblicke, in denen nicht nur ich von ihr oder ihm gegrüßt werde, sondern in denen ich mich auch von Gott angesprochen fühle. Er schenkt mir durch andere Menschen einen Moment der Beachtung. Er gibt mir Wert, schickt mir ein Lächeln oder ein freundliches Nicken, ganz klein, kaum zu bemerken. Und doch so, dass ich mich für den Augenblick beachtet und wertgeschätzt fühle. Wie schön. Drum sage ich Ihnen und euch jetzt noch einmal Hallo, guten Morgen, guten Tag, Servus, Grüß Gott, Moin Moin, je nach Küstenlage oder wie ich es mir als Mittelalter so vorstelle, Hi Bro und Hi Sis. Ich und unser Gott, wir schätzen dich wert. Ich bete. Gott, du grüßt mich, du grüßt uns jeden Tag. Durch Menschen, durch ein Gebet, durch dein biblisches Wort. Du schenkst uns immer wieder deine Aufmerksamkeit. Drum bitte ich dich, hilf mir, dass ich das spüren kann und dass mich das trägt. Gib mir, dass ich mich freuen kann und dass diese Freude anhält, dass ich diese Freude auch anderen geben kann. Für einen Augenblick, für diesen Tag. Ich danke dir dafür. Amen. Und so geht, gegrüßt und geliebt in diesen Tag, mit dem Segen unseres Gottes. Es segne und behüte dich, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.